Die arabische Fluggesellschaft Emirates fliegt bereits seit einiger Zeit all ihre vier deutschen Ziele entweder teilweise oder komplett mit dem Airbus A380 an. Damit ist die Fluggesellschaft an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf auch die einzige Fluggesellschaft, die mit einem solchen Flugzeug vorbeikommt. Die Idee dahinter ist natürlich ganz klar. Die Fluggesellschaft Emirates kann diese Kapazitäten füllen, schafft es, einen A380 zum Beispiel oder die 777, also die beiden Flugzeugtypen, die Emirates in der Flotte hat, bis zu dreimal täglich rentabel an diesen deutschen Flughäfen einzusetzen und die Dinger mit Passagieren zu füllen. Das zeugt von einem nicht zu unterschätzenden Wachstumskurs und dass Emirates den bereits seit Jahren fahren kann, ist auch kein Geheimnis. Aber gut, lasst uns mal ein bisschen über Emirates in Deutschland sprechen, wie das mit dem Wachstum so weitergehen soll, wie der Airbus A380 mittlerweile in Hamburg ankommt und was man da vielleicht alles noch so starten kann. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn einige von euch wirklich bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn dann möchte ich euch noch um einen Gefallen bitten, der zwar nichts mit Flugzeugen zu tun hat, aber wenn man da mitmacht, dann kann man so einen Schlüsselanhänger bekommen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und seit Jahren wird das ja bereits angekündigt. Und mit dem Wechsel zum Winterflugplan Ende des Jahres 2018 war es dann endlich soweit. Emirates hat eine der beiden täglichen Dubai-Verbindungen in Hamburg auf den Airbus A380 umgestellt. Ja, und dann war das Geschrei ja auch schon wieder ganz schön groß. Das Flugzeug sei zu laut und der Flughafen gar nicht für ein solch großes Flugzeug geeignet. Die Bürgerinitiative für Fluglärmschutz meldete sich zu Wort und ja, neben den eben genannten Punkten sei das Flugzeug in Hamburg auch noch wahnsinnig unpünktlich. In den ersten 5 Wochen seit Inbetriebnahme der A380-Verbindung nach Dubai, also von Ende Oktober bis 5 Wochen danach, sei der A380 von Emirates nicht ein einziges Mal pünktlich um 21 Uhr gestartet. So wie das doch eigentlich im Flugplan steht. Durchschnittlich sei man mit dem Emirates A380 in diesem Zeitraum etwa 30 Minuten zu spät dran gewesen und der Flieger ist sogar an 3 Tagen erst nach 22 Uhr rausgegangen. Ja, und dann kann das Flugzeug zu allem Überfluss nicht mal in Richtung Niendorf starten, weil dadurch ansonsten eine kritische Sicherheitslage, so wurde das zumindest gesagt, entstehen würde, wenn das Flugzeug über die noch stattfindenden Arbeiten am Vorfeld des Hamburger Flughafens rollen würde, weil sonst Steine und Betonstücke durch die Gegend geschleudert werden könnten, da das Flugzeug ja etwas größer dimensioniert ist als andere Maschinen und die Triebwerke dementsprechend auch weiter außen über den Taxiways hängen. Dass der A380 dann eben nicht auf der Startbahn starten kann, die in Richtung Niendorf geht, sorgt wiederum dafür, dass die Lärmbelastung in den Stadtteilen höher ist, in deren Richtung der A380 dann abheben darf. Puh. Ich weiß, Diskussionen zum Thema Fluglärm muss ich hier nicht unbedingt anstoßen, aber viele von euch hatten sich in den Kommentaren, auch als das noch ganz aktuell war, gewünscht, dass ich mal ein bisschen was dazu sage, beziehungsweise dass wir uns einfach ein bisschen über diese Thematik unterhalten. Und ich dachte, das passt jetzt gerade bei dem Thema vielleicht ganz gut rein. Und wir versuchen mal, uns das wirklich neutral anzuschauen. Zum Thema Lautstärke kann man ganz klar sagen, dass der Airbus A380 zu den leiseren Flugzeugen gehört. Vor allem in der Kabine, aber darum geht es hier jetzt natürlich nicht. Das Flugzeug kann auch von außen hörbar einen modernen Standard erfüllen, weil es einfach ein Flugzeug aus einer modernen Generation ist. Auch die Tatsache, dass dieses Flugzeug mit 4 Triebwerken ausgestattet ist und nicht so wie die vorher auf der Abendrotation nach Dubai eingesetzte Boeing 777 mit 2 Triebwerken ausgestattet ist, das sorgt für keinen Lärmunterschied, der für irgendeinen Beobachter da hinter der Startbahn hörbar ist. Selbstverständlich gibt es genaue Aufzeichnungen, genaue Lärmmessungen des A380 und auch von allen anderen Passagierflugzeugen und es ist so, dass der A380 tatsächlich eine ganze Ecke leiser ist in der Kabine als zum Beispiel eine Boeing 777-300ER, die von Emirates vorher auf dieser Strecke eingesetzt wurde. Aber von außen hörbar erzeugen die beiden GE90-Triebwerke der 777 einen nahezu identischen Lärm wie die 4 Rolls-Royce-Triebwerke des Airbus A380. Hier im Falle der Emirates A380-Maschinen ist es ja so, dass die meist mit der 2. Triebwerksvariante ausgestattet sind und diese Motoren sind sogar noch mal minimal leiser als die Rolls-Royce-Triebwerke. Wirklich interessant ist ja jetzt aber nicht unbedingt, wie laut das Flugzeug ist, wenn ich einfach daneben stehe und beim Start zugucke, sondern wie viel Lärm bei irgendeinem Beobachter ankommt, der eine gewisse Distanz vom Flughafen entfernt in der Abflugschneise des A380 steht. Die Messdaten, die ich euch jetzt zeige, wurden zwar am Flughafen in Singapur aufgenommen, funktionieren aber in den gleichen Dimensionen sicherlich auch am Flughafen Hamburg. Da kann man dann erkennen, dass der A380 ein ganzes Stück leiser ist als zum Beispiel die Boeing 747-400, ist aber auch ein Flugzeug aus einer anderen Generation. Gleichzeitig lässt sich aber auch erkennen, dass mit zunehmender Distanz vom Flughafen der A380 immer ein gutes Stück lauter ist als die 777-300ER.
Das ist ganz einfach erklärt, der A380 kann hier einfach nicht die gleiche Steigrate wie eine 777-300ER erzielen. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt einen Punkt 10 Kilometer von der Startbahn des Hamburger Flughafens entfernt nimmt, der A380 ist dort noch nicht so hoch wie eine Boeing 777-300ER. Bedeutet, das, was da unten an Lärm ankommt, auch wenn die Triebwerke vom Ding her einen identischen Lärmpegel produzieren. Das, was da unten an Lärm ankommt, an Lautstärke ankommt, ist für einen Beobachter bei einem A380 eine ganze Ecke mehr als bei einer Boeing 777-300ER. Also, dass die Lärmbelastung durch einen Airbus A380 höher ist als durch eine 777, ist auf gar keinen Fall einfach so an den Haaren herbeigezogen. Das ist wirklich so, weil das Flugzeug einfach nicht so schnell steigen kann wie die 777. Speziell auf den Airbus A380 in Hamburg bezogen, muss man aber sagen, dass es laut Flughafen nie Sicherheitsbedenken aufgrund von herumfliegenden Betonteilen oder Steinen gab. Staub hat das Flugzeug auf jeden Fall aufgewirbelt. Das ist aber auch nichts Ungewöhnliches. Und damit der Airbus A380 von Emirates in Hamburg für den Zeitraum der Bauarbeiten am Vorfeld des Hamburger Flughafens dann auch wieder alle vier Richtungen, die die zwei kreuzenden Startbahnen ermöglichen, nutzen kann, hat man für den Flieger für diesen Zeitraum auf der entsprechenden Runway eine Markierung gesetzt, einen versetzten Aufrollpunkt für den A380 quasi, sodass es da zu gar keinen Sicherheitsbedenken kommen kann und der A380 wieder alle vier Richtungen nutzen kann. Die mächtig klingende Aussage, dass der A380 in den ersten 5 Wochen Betrieb am Hamburger Flughafen zu 100% unpünktlich war, lässt sich ganz einfach dadurch entkräften, und das ist jetzt auch völlig egal, ob man jetzt voll dagegen ist oder voll dafür ist, lässt sich ganz einfach dadurch entkräften, dass diese Zeit, die im Flugplan steht, die 21 Uhr, das ist nicht die Abflugzeit des Flugzeuges, sondern das ist die sogenannte Estimated Off-Block Time, also die Zeit, bei der sich das Flugzeug für den Abflug in Bewegung setzen wird. Dass der A380 dann nicht vor bzw. exakt um 21 Uhr abhebt, dürfte damit völlig klar sein. Und in diesen besagten 5 Wochen war es in 75% ungefähr der Fälle so, dass der A380 sich vor 21.15 Uhr und damit quasi pünktlich auf den Weg machte. In den anderen 25% der Fälle war es so, dass das Flugzeug später erst rausging. Dass man das besser machen kann, ist keine Frage, aber hier zu erzählen, dass der A380 in 100% der Fälle in diesen 5 Wochen unpünktlich war und dass der Flughafen dadurch nicht mit diesem Flugzeug umgehen kann, ist tatsächlich einfach Blödsinn. Und das war damit tatsächlich auch schon das, was ich zu diesem Thema zu sagen hatte. Jetzt ist es ja aber nicht nur so, dass Emirates Hamburg anfliegt, sondern die fliegen mit Düsseldorf, Frankfurt und München insgesamt 4 Flughäfen in Deutschland an. Die dürfen auch nur 4 Flughäfen in Deutschland anfliegen, denn es gibt ein sogenanntes Luftverkehrsabkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland. Das gibt es schon eine ganze Weile. Das klingt auch alles ein bisschen altmodisch, ist auch ein bisschen altmodisch. Das Luftverkehrsabkommen wurde nämlich im Jahr 1975 erstellt. Ja, und das besagt nun mal, dass Emirates nur 4 Flughäfen in Deutschland anfliegen kann oder darf. Und dieses Kontingent hat die Fluggesellschaft damit schon voll ausgeschöpft. Das wiederum bedeutet, dass Emirates in Deutschland nur wachsen kann, indem sie die Kapazität an diesen 4 Flughäfen erhöht. Ist aber auch nicht wirklich ein Problem, denn solange die Hauptstadt nicht durch einen neuen, funktionierenden Flughafen als Emirates-Standort attraktiv werden könnte, schränkt das das Wachstum nicht wirklich ein. Und so entstanden in den letzten Jahren 21 wöchentliche Verbindungen von Frankfurt nach Dubai, 21 von München nach Dubai und in Hamburg und Düsseldorf sind es jeweils 14 pro Woche. Heißt, 70 Emirates-Flüge pro Woche von Dubai aus nach Deutschland oder andersrum, wie man es auch immer sehen möchte. Heißt 10 Flüge am Tag, wenn es gut läuft, also 4.000 bis 5.000 Menschen, die Emirates jeden Tag von Deutschland aus nach Dubai schaufelt oder wieder zurück. Ich denke mal, mit der Zahl bekommt man einen ganz guten Überblick, was Emirates in Deutschland für eine Rolle spielt, und damit fährt man zurzeit wohl auch ganz gut. Der A380 der Fluggesellschaft in Hamburg wurde als Konsequenz steigender Nachfrage und als Konsequenz einer konstant hohen Auslastung beschrieben. Und auch wenn man das immer so im Kopf hat, dass Emirates wohl somit die einzige Fluggesellschaft ist, die einen A380 auch mit einer Auslastung von unter 90% noch mehr oder weniger rentabel einsetzen kann, das belächelt man ja immer ganz gerne so nach dem Motto, die Dinger sind doch eh nie voll. Die werden schon genug Leute da reinkriegen, um das Flugzeug rechtfertigen zu können auf diesen Strecken. Bei Emirates lag die A380-Auslastung, also die Auslastung der kompletten A380-Flotte, also aller gut 110 Flugzeuge, die Emirates zum aktuellen Zeitpunkt hat, im Jahr 2017 zumindest bei über 80%. Und damit kann diese Fluggesellschaft Geld verdienen, das funktioniert. Wird dann aber wieder sehr interessant, wenn man sich zum Beispiel Ryanair anguckt, die in einigen Monaten des Jahres sogar Auslastung von über 97% erreichen können.
ist dann aber natürlich auch ein ganz anderes Geschäftsmodell, welches diese hohen Auslastungen ja auch irgendwo voraussetzt. Sonst wird das einfach in sich zusammenbrechen und nicht funktionieren. Übrigens, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Ryanair ist mittlerweile 100%iger Anteilseigner der Lauda Motion. Heißt, Niki Lauda ist aus der ganzen Geschichte schon wieder raus. Ich glaube nicht, dass der Name Lauda dadurch auf den Flugzeugen verschwinden wird. Der hat einfach im deutschsprachigen Raum doch noch ein bisschen zu viel Bedeutung und ein bisschen zu viel Kraft. Aber nichtsdestotrotz ist Niki Lauda jetzt aus der Geschichte raus. Ja, hat man wohl clever gemacht. Und Ryanair besitzt zu 100% diesen Laden. Das wollte ich nun mal so zwischendurch erwähnt haben. Aber zurück zu Emirates. Wenn man sich mal überlegt, wie man 2010 ungefähr noch über diese Sache gedacht hat, wo man noch so ein bisschen in der Puh, Emirates wird alles übernehmen Stimmung war, da muss man jetzt doch erkennen, beziehungsweise ist es doch interessant zu erkennen, dass die Fluggesellschaft eben nicht dauerhaft so explosiv wachsen konnte, sondern das durchaus auf ein gesundes, langsames und überschaubares Wachstum zurückgefahren hat. Aber es bleibt ein stetiges Wachstum, das die Fluggesellschaft auch hier in Deutschland fahren kann. Emirates kann wachsen und die Fluggesellschaft kann auch dauerhaft wachsen, allerdings nur so viel, wie es der Markt auch zulässt. Nur wenn man ein größeres Flugzeug an einen Flughafen stellt, heißt das nicht, dass auch deutlich mehr Leute kommen, um mit diesem Flugzeug zu fliegen. Das braucht seine Zeit und die Kapazität zu erhöhen und in so massivem Maße zu erhöhen, das macht selbstverständlich nur Sinn, wenn die Kapazität auch vom Markt gefordert wird. Heißt, wenn genug Passagiere kommen, um diese Kapazität zu füllen. Deswegen dauerte es auch mit dem A380 in Hamburg so wahnsinnig lange. Und deswegen fährt Emirates mit den 4 Flughäfen in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt auch sehr gut und ist gar nicht mal so scharf darauf, aus dieser Regelung irgendwie rauszukommen und mehr Flughäfen anfliegen zu können. Die kommen damit ganz gut klar und haben noch genug Spielraum nach oben, um an diesen 4 Standorten weiter zu wachsen. Also man schaut sich weiter nach neuen Möglichkeiten um und Hamburg ist ein gut funktionierender Standort für Emirates. Und das dürfte Emirates in naher Zukunft eventuell dazu bewegen, von Hamburg aus weiter nach New York zu fliegen. Also eine Deutschlandstrecke in den Plan zu bringen, in den Emirates-Flugplan zu bringen, die nicht nach Dubai führt. Und das ist etwas, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Von 2006 bis 2008 gab es das schon einmal. Da ist Emirates von Dubai aus nach Hamburg geflogen und von dort aus weiter nach New York. Dann hatte United Airlines diese Verbindung übernommen, diese dann aber im Oktober 2018, also vor wenigen Monaten, wieder eingestellt. Da hatte der Hamburger Flughafen dann seine einzige Verbindung nach Nordamerika verloren. Und wenn Emirates das jetzt an dieser Stelle clever anstellt, dann greift man auf der einen Seite eventuell die Leute ab, die gerne den United Airlines Flug nutzten. Auf der anderen Seite kann man aber wohl auch andere Leute, neue Leute, für einen Direktflug von Norddeutschland aus in die USA begeistern. Zum Beispiel durch einen starken Namen, Emirates, oder durch attraktive Flugpreise. Die Stadt ist auf jeden Fall wieder voll mit dabei. Die ist aber auch immer voll mit dabei, denn man wünscht sich ja schon seit Jahren mehr Langstrecke am Hamburger Flughafen, beziehungsweise überhaupt mal eine Langstrecke am Hamburger Flughafen. Und Emirates hat ja jetzt die Option, das sehr unkompliziert und sicherlich mit großer Unterstützung der Stadt einzurichten. Und wer weiß, vielleicht sehen wir dann bald schon eine neue Hamburg-New York-Verbindung und gleichzeitig eine lange nicht mehr dagewesene Option, mit der Emirates in Deutschland weiter expandiert. Wir dürfen also gespannt sein. Auch ihr diskutiert da immer ganz gerne drüber, wie viel Potenzial für Langstrecke der Hamburger Flughafen wohl hat. Und vielleicht ist ja Emirates die Fluggesellschaft, die jetzt 2018, also 10 Jahre nachdem sie die vorherige Hamburg-New York-Verbindung aufgegeben haben, vielleicht ist Emirates ja jetzt die Fluggesellschaft, die dieses Potenzial auch rentabel für sich nutzen kann. So, und damit ist jetzt das eigentliche Video und das eigentliche Thema vorbei. Das, was jetzt kommt, hat rein gar nichts mit Flugzeugen zu tun. Deswegen hoffe ich auch, dass all das, was ihr jetzt an Bewertungen und an Feedback schreibt in den Kommentaren, dass sich das auf das bezieht, was wir in den letzten paar Minuten gemacht haben. Jetzt möchte ich euch um einen Gefallen bitten, der aber, auch wenn er nicht mit Flugzeugen zu tun hat, für einige von euch vielleicht durchaus interessant sein könnte. Und zwar geht es um so eine Art ehrliche und sehr effiziente Marktforschung. Damit möchten wir einem befreundeten Unternehmer helfen und brauchen ein paar Köpfe, die sich damit ein paar Minuten auseinandersetzen. Dafür nehmt ihr euch einfach ungefähr 10 Minuten Zeit und das, was ihr dafür machen müsst, ist auch gar nicht schwer. Ihr müsst einfach googeln. Klingt sehr einfach, ist es auch, ist aber auch mindestens genauso effizient. Und wenn ihr euch dafür jetzt 10 aufmerksame Minuten Zeit nehmen könnt und mitmacht, dann gibt es als Dankeschön so einen Schlüsselanhänger. Und wenn das für euch interessant klingt, würde mich das sehr freuen und dann könnt ihr mal bei dem verlinkten Video vorbeischauen. Da erklären wir, wie das Ganze funktioniert. Also, vielen lieben Dank an euch. Ich hoffe, da machen ein paar Leute mit. Freue ich mich sehr drauf und dann, ja, vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.